Das war unser Banner. Das neue Studio-Banner, wenn ihr das irgendwo seht, wenn ihr auf Achse seid, das heißt dann, wir sind auch dabei. Und noch was, wenn ihr dieses Banner seht, heißt das, ihr müsst, wenn ihr sobald ihr wieder zu Hause seid, auf die Seite gucken, www.instudio.de, euch den nächsten Videoblog reinziehen oder was auch immer. Julia hat gewonnen. Die Quizfrage vom letzten Mal, wir spendieren dir einen Drink in der Oase. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Wo wir übrigens uns aufhalten heute, ist der Reality Garten. Vor dem Reality Studio. Und was ich noch sagen wollte, was mir persönlich am Herzen liegt, habe ich nicht mit dem Thomas abgesprochen. Oh, okay. Improvisation. Falls ihr euch fragt, was ist überhaupt zu tun hier in den ganzen Quizfragen und hast du nicht gesehen, was hat das eigentlich mit dem Studio zu tun? Nichts. Ja? Hat gar nichts mit dem Studio zu tun. Also macht euch frei von den ganzen Vorstellungen und Schubladendenken. Konventionen. Genau. Guckt euch einfach den Videoblog an, macht mit, denkt nicht großartig nach und so, weil. Wie Freud schon gesagt hat, manchmal ist eine Zigarre auch nur eine Zigarre. Schnitt! Zur nächsten Quizfrage. Die Quizfrage ist, Freud, sprach er über eine Zigarette oder über eine Zigarre? Die richtige Antwort gewinnt? Gewinnt ein Wohnzimmerkonzert von uns. Wir kommen zu euch, spielen ein bisschen Musik. Live natürlich, versteht sich. Und wenn der erste Anrufer, die erste Nachricht gewinnt. So sieht's aus. Alles klar. Tschüss. Bis die Tage.